Wir hören Der Vertraute von Lee Dugo Aus dem amerikanischen Englisch von Alexandra Jordan und Sarah Riffel Gelesen von Yeshim Maisait Ein Hörbuch des Argon Verlags Kapitel 1 Wäre das Brot nicht verbrannt, so wäre dies eine ganz andere Geschichte. Wäre der Sohn der Köchin in der Nacht zuvor nicht zu spät heimgekommen, hätte die Köchin nicht gewusst, dass er sich mit dieser Theaterdichterin herumtrieb. Sie hätte nicht die ganze Nacht wachgelegen und sich um seine unsterbliche Seele gesorgt und um die Zukunft möglicher Enkelkinder getrauert und wäre somit am nächsten Tag auch nicht so müde und abgelenkt gewesen, dass ihr das Brot verbrannte. Und wäre das Brot nicht verbrannt, Hätte das darauffolgende Unglück vielleicht ein anderes Haus getroffen, als Casa Ordogno, in einer anderen Straße als der Calle de dos Santos. Hätte Don Marius an jenem Morgen seine Frau auf die Wange geküsst, bevor er das Haus verließ, so wäre dies eine fröhlichere Geschichte. Hätte er sie mein Schatz, mein Täubchen, meine Schöne genannt, hätte er den blauen Lapislazuli an ihren Ohren bemerkt. Oder die Blumen, die sie in die Diele gestellt hatte. Hätte Don Marius seine Frau nicht ignoriert, um zu Hernan Saravias Stellen zu reiten und sich Pferde anzuschauen, die er sich niemals leisten könnte, dann wäre Dona Valentina vielleicht gar nicht in die Küche hinuntergegangen, und die ganze Tragödie wäre in den Rinnstein und von dort ins Meer geflossen. Dann wäre wohl das Schlimmste, was jemand hätte erleiden müssen, eine Schüssel traurig aussehender Muscheln gewesen. Doña Valentina war von kalten, achtlosen Eltern großgezogen worden, die wenig für sie empfunden hatten, außer einer vagen Enttäuschung darüber, dass sie ihrer launen Schönheit wegen wohl keine gute Partie machen würde. Und so war es auch. Don Marius Ordonio besaß ein schwindendes Vermögen, ein paar Olivenhaine, die keine Früchte abwarfen, und ein nicht kleines, aber doch unscheinbares Haus in einer der besseren Straßen von Madrid. Er war das Beste, worauf Valentina mit ihrer bescheidenen Mitgift und ihrem noch bescheideneren Antlitz hoffen konnte. Marius war schon einmal verheiratet gewesen, mit einer rothaarigen Erbin, die nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit vor eine Kutsche geraten und zu Tode getrampelt worden war, und ihn ohne Kinder oder eine einzige Münze von der Mitgift ihrer Eltern zurückgelassen hatte. An ihrem Hochzeitstag trug Valentina einen Schleier aus goldener Spitze und Elfenbeinkämme im Haar. Als Don Marius ihr gemeinsames Abbild in dem wässrigen Spiegel sah, der im Empfangszimmer seines Hauses an der Wand lehnte, wurde er von einem Auflodern von Lust überrascht. Vielleicht ausgelöst vom hoffnungsvollen Blick seiner Braut oder seinem eigenen Aussehen im Hochzeitsanzug. Viel eher lag es aber wohl an den Brandykirschen, die er den Morgen über gegessen hatte. Er hatte sie sich in die Backen gesteckt und langsam gekaut, anstatt sich mit seinem neuen Schwiegervater zu unterhalten. In jener Nacht fiel er in einem Anfall von Leidenschaft über seine Braut her und flüsterte ihr Gedichte ins Ohr. Mehr als ein paar ungelenke Stöße brachte er jedoch nicht zustande, bevor ihn Schwindel überkam und er die halbverdauten Brandykirschen quer über die Hochzeitslaken erbrach, die Valentina in wochenlanger Arbeit selbst bestickt hatte. In den kommenden Monaten und Jahren erinnerte sich Valentina dennoch beinahe wehmütig an jene Nacht zurück. Die von Brandy Kirschen angeheizte Inbrunst ihres Mannes sollte nämlich das einzige Zeichen von Leidenschaft oder Interesse bleiben, das er ihr gegenüber zeigte. Im Grunde war sie nur von einem lieblosen Zuhause in ein anderes übergewechselt, was aber nicht hieß, dass ihr der Mangel an Liebe nichts ausmachte. Die Sehnsucht, die Dona Valentina verspürte, konnte sie nicht auf salonfähige Weise in Worte fassen. Und sie hatte auch keine Ahnung, wie sie zu stillen wäre. Und so verbrachte sie ihre Tage damit, ihren wenigen Angestellten mit Zurechtweisungen auf die Nerven zu gehen. Blieb dabei aber stets unzufrieden. Deswegen ging sie an diesem Morgen auch in die Küche hinunter. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Seit die Köchin erfahren hatte, dass ihr Sohn von der Theaterdichterin Kiteria Escarfega besessen war, war sie nicht mehr sie selbst. Doña Valentina hatte es sich darum zur Aufgabe gemacht, jeden Morgen in der Küche nach dem Rechten zu sehen. Als sie an diesem Tag die Treppe hinunterstieg und die zunehmende Wärme spürte, wurde sie